Einen wunderschönen Freitagabend. Hallo, ist das ungewohnt gerade? Es ist so weird. Hallo, 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 hallo. Das hier ist alles nur noch mein Muskelgedächtnis, ne? Also mein Gedächtnismuskel, also weiß ich nicht. Das ist alles einfach nur noch so automatisch hier. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Hallo, es funktioniert aber irgendwie trotzdem. Hallo, hallo, hallo. Wenn man 10 Jahre lang auf etwas eingetrimmt ist, dann zieht man es einfach so durch. Ich habe auch im Urlaub habe ich auch einfach so im Hotelzimmer gesessen, Freitag 18 Uhr, also hier lokale Ortszeit. Und habe einfach hallo, hallo immer so gewunken und ich wusste gar nicht warum. Und Leute gucken mich dann an, ich bin einfach irgendwo unterwegs. Hallo, 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 hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, das ist meine Hand und sie winkt. Ja, das ist hier immer für Leute, die neu sind, das ist immer das ganz normale Streaming-Intro. Es geht ungefähr gefühlt eine Stunde, genau wie die Verabschiedung. Und ja, zwischendurch passieren irgendwelche Dinge. Jetzt kann man doch die schönen Clips nicht sehen. Der arme Fischkopf, guck mal. Obwohl der Fischkopf, der Fischkopf sieht voll aus wie das Lulgesicht, guck mal. Die sehen sich voll ähnlich. Die sehen sich halt voll ähnlich. Gut, mit Cap, klar, aber Fischkopf hat ein Lulgesicht. Fischkopf hat ein Lulgesicht. So, okay, ich bin ein schlechter Reactor. Ich mache immer auf Pause und dann fange ich an zu labern. Wenn man beim amerikanischen Mexikaner bestellt, ist das nochmal was anderes als beim deutschen Mexikaner. Um das mal ganz sachlich in den Raum zu stellen, ja? Wenn du beim deutschen Mexikaner bestellst, lecker. Wenn du in Amerika beim Mexikaner bestellst, dann ist das auch ein Mexikaner und ist unfassbar lecker. Es schmeckt richtig gut und du haust richtig rein. Aber holy shit, die Götter mögen dir gnädig sein, dass du lüften kannst. Holy shit. Also ich weiß nicht, was da drin war. Ich habe keine Ahnung, aber es war einfach so. Vielleicht ist es das fortgeschrittene Alter, dass der Körper langsam anfängt, von innen zu verrotten. Ja, oder irgendwas anderes passiert da. Ich wollte schon die Ghostbusters rufen. Es war einfach, ich weiß nicht, was passiert ist. Oh, ich habe gepupt. Entschuldigung. Das war... War wohl wieder mexikanisch. Junge, Junge. Ich habe gerade kurz wieder auf den Chat geguckt, verdammt. Oh, 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 oh. Das ist so vorbei. Nein! Das haben wir alle erwartet. Niemand ist enttäuscht davon. Außer sie. Und Sonja ist so die... Du weißt schon. Was? Reif? Reif, du bist die Reife von uns. In welchem Paralleluniversum war ich gerade? Was? Und egal, was ich jetzt sage, ich werde auf jeden Fall gecancelt danach. Deswegen halte ich aber die Fresse. Die Beschwörung von Ubume. Opfere einen Menschen. Test, Test. Nein, das ist die falsche Stimme. Hallo, die ist besser. Opfere einen Menschen, der von dem verfluchten Verstorbenen auserwählt wurde. Dann bist du frei. Es muss jedoch das Blut von 3 Frauen sein. Na gut, dann hole ich mal das Blut von 3 Frauen. Okay, gut, dann wollen wir weitermachen. Wenn du nur 1,50 bist, sehen andere Menschen für dich immer so aus. Danke. Leute, wenn wir... Ja, ich bin gleich... Ach, ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse diesen Klopfsound. Ich habe den gerade zum ersten Mal auf Kopfhörern gehört und habe gedacht, hier klopft jemand. Original. Bis mir dann eingefallen ist, ich gucke diese scheiß Videos ja ständig und das mit dem Klopfen, da fallen die alle drauf rein und jetzt bin ich gerade selber drauf reingefallen. Das hört sich so echt an und ich bin so froh, dass ich das hier nicht aktiviert habe. Ich würde durchdrehen. Ich bin nicht so der Glücksspieler. Ja, ich verurteile niemanden, der das macht. Wenn er nicht Werbung dafür macht. Aber ich verurteile niemanden, der das macht. Kann ja auch Spaß machen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß halt, ich bin nicht der Glücksspieler. Ich habe da nicht so viel Glück. Ich suche mein Glück lieber in anderen Sachen. Elgar Tito, Dankeschön. Gronkh, vertraue mir, die Maschine gibt, wenn du sie ganz behutsam drückst. Ja, die Pan, ich möchte kurz sagen, die Pan hat 40 Dollar verloren. 40 Dollar hat die Pan verloren. Urlaub gelaufen! Zweimal 20 Dollar am Game of Thrones Automaten, ja? Am Game of Thrones Automaten. Digga, Sound, Alter. Wenn wir...
Ist auch ein Trend. Wenn wir... Ja, ich bin gleich... Weißt du, es beruhigt mich ein bisschen. Zum Glück sind alle Streamer genauso dumm wie ich. Das beruhigt mich immer ein bisschen. Man ist einfach komplett unter Gleichgesinnten. Alles, wir sind alle die gleichen Idioten. Und noch besser, ich muss ja diesen Wisch unterschreiben, dass ich zurückbekommen habe, ne? Und die müssen halt aufführen, was alles im Portemonnaie ist. Und in diesem Portemonnaie, ja, das habe ich da gelesen, das wusste ich nicht mehr. Das ist ja mein Urlaubsportemonnaie. Und dann stand da, personal bla bla bla, ID, pipapo, Hello Kitty Punktekarte. Da war noch in einem Fach eingeschoben, aus Japan, war noch so eine Hello Kitty Punktekarte, als wir den Fangstuff gekauft haben, im Japan-Urlaub. Ja gut, alles klar, gut. Musste ich aber lachen. War schön. Gut, also ich möchte es nur ganz kurz sagen, die gute Kunde ist, die Hello Kitty Karte hat es überlebt, ja. Wir können weiter Punkte sammeln beim Sangrio Store. Geil. Ich mache erstmal die hintere Dusche zu. Weil ich Angst habe, was zu triggern. Der Heizraum. Er kam mir gleich verdächtig vor. Wahrscheinlich wegen der schweren Ketten, an denen gut eine Leiche hätte hängen können. Was? Was passiert hier gerade? Good man. Ja, aber du kannst auch abends raus. Ja, aber ich möchte ganz kurz sagen, dass mein Biorhythmus für die USA super war. Ich bin jeden Morgen um 7 aufgestanden. Oder spätestens um 8. Ja, um 7 oder 8 bin ich aufgestanden. Und erstmal zum Sport. Theoretisch. Theoretisch jeden Morgen zum Sport. In der Praxis habe ich auf die Pan gewartet, bis sie aufwacht. Ja, weil man ist ja ein lieber Lebensgefährte, ja, und dann nimmt man natürlich Rücksicht, ja, und dann habe ich natürlich gewartet, bis die Pan aufsteht. Dann war es leider zu spät für Sport, aber ich habe natürlich niemals aufgehört, der Pan zu sagen, wie cool das war, früh aufzustehen und erstmal zum Sport. Ja, das war so mein Ding. Jeden Morgen 7, 8 Uhr erstmal zum Sport. Und ich habe es wirklich vorgehabt, ja, aber leider musste ich auf die Pan warten. Das war natürlich doof. Schade. Amerikanische Hotels haben Klopapier, das so dünn ist, dass du es theoretisch auch als Haut verwenden kannst, ja? Es ist einfach so dünn, dass wenn du es einfach so aufspannst, kannst du aber komplett durchgucken. Es ist nicht mal mehr Papier, es ist einfach nur noch die Ahnung von Papier. Wie in einem feinen Restaurant, ja, wo du dann zum Beispiel an einer Ahnung von Dill, ja, an einer Idee von Lauch, hast du dann an einer Ahnung von Klopapier. Und mit einer Ahnung von Klopapier sich den Arsch abzuwischen, ich möchte es nochmal aus der Praxis sagen, ist immer im wahrsten Sinne scheiße. Oh Gott, hast du nicht Angst, dass du abhängig wirst? Von Gras? Nein, wirklich nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe viele Jahre gekifft, und ich war nie abhängig und ich habe da auch nicht wirklich die Angst, abhängig zu sein. Ich habe einfach gedacht, so weißt du, nach all der Zeit, ach komm, mach's einfach mal wieder, weil es hier illegal ist. Und es ist super weird, rumzulaufen und da sitzen einfach Leute und rauchen gerade ein. Nicht Zigaretten, sondern die rauchen. Beim Saufen fragt das nie einer, seltsam. Ist wirklich so. Ja, Alkohol trinken, obwohl in den USA ist auch schwieriger. Aber generell bei Alkohol fragt ja auch keiner. So. Liebe Kinder, macht nicht das, was Gronkh macht. Ja, generell, Alkohol böse, Kiffen böse, alles böse. Drogen, alles böse. Ist auch alles kacke. Und Rauchen generell. Paaren so gefragt, ja, meinst du, wir können auch so Zeltzimmer gehen? Und ich meine dann so, oh, das weiß ich nicht. Oh. Weil ich wusste in dem Moment nicht, ob ich mich genug konzentrieren kann, um einen Fuß vor den anderen zu setzen. Weißt du, ich saß da einfach so. So. Ich war völlig damaged, weil ich aber die Wissenschaft innerhalb von 3 Nanosekunden mir direkt durch den Kopf gezogen habe, statt mir mal Zeit zu lassen. Dieser ganze Horror. Und ich war halt, ich weiß nicht, ich saß da halt rum und dann. Und dann habe ich meine ganze Konzentration zusammengenommen, ja.
und bin irgendwie gegen die Schwerkraft aufgestanden. Oh, das ist Dennis. Ihr kennt ihn vielleicht. Ja, Mafuyo, a.k.a. Heideltraut, a.k.a. Dennis Wert, a.k.a. Dennis Pferd, a.k.a. BMW, Blinker ist links, a.k.a. ich habe mir den 27. BMW in einer Woche geholt. Ja, ihr kennt ihn. Yours truly. So, warte. Könnt auch in Herr der Ringe mitspielen. Was? Warte mal, was? Ja, nee, ja, wenn Herr der Ringe Attentäter hätte, dann könnt ihr da mitspielen wahrscheinlich, ja? Wenn da Terroristen bei Herr der Ringe wären, weißt du? Wenn jemand eine Bombe bei Sauron unterschmuggelt, dann der Typ rechts auf jeden Fall. So stelle ich mir das ungefähr vor, ja? Die sich anschleicht. Ich sehe einfach voll normal aus. Also im Vergleich zu jetzt halt gar nicht derselbe Mensch. Wer sind diese Menschen auf Wie den Fotos? Wie das passieren kann, dass man so ein Foto bekommt. Ja, das ist genau dieses. Das Amt hat um 8 Uhr morgens offen. Da war Tatis Perso auch noch abgelaufen. Beim Antragen, Alter. So. Zum Glück haben die dann gesagt, hier trotzdem bla bla bla, hier Reisepass, ja, der Reisepass kriegt jetzt, also Reisepass kriegst du dann, so ein Express-Reisepass, so auf den letzten Drücker und ja, Perso ist immer noch abgelaufen, die muss ja noch machen, aber das Schöne ist, sie wird jetzt in Perso und im Reisepass diese wunderschönen 8 Uhr morgens durchgemacht Augenringe-Fotos haben. Diese Zombie-Fotos, die jeder von uns in den Ausweisen hat. Die Fotos, bei denen sich die holde Dame bei mir immer lustig macht, ja? Jedes Mal, wenn ich beim Zoll meinen Pass vorgelegt habe, hat sie gelacht und der Zöllner hat gelacht. Und jetzt lache ich. So. Das hat sich also, ne, man muss ja in allem das Positive sehen. Ich bin ja nicht nur am Nörgeln, ja? Ich bin nicht nur am Nörgeln, ich sehe einfach das Positive. So, da kam einfach Karma. Normalerweise hätte ich natürlich auch mit dem iPhone in den Chat gucken können und alles Mögliche. Und du gehst jetzt mal weg jetzt, ich erzähle gerade. Das ist immer nervig. Jedenfalls. Kann ich jetzt spielen? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wie unangenehm.